So, los geht's zum, weiß ich gar nicht, wie viel Aufnahmen ich heute schon verbockt habe. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan Two Warriors. Ich hatte ja, wie im Thumbnail schon angekündigt, haben wir im Moment das Ballon-Event. Ich habe das Ballon-Event schon durchgespielt. Ich habe auch die Angriffe alle sogar live gehabt, aber die Aufnahmen sind mir alle durch die Bank geplatzt. Das heißt, ich kann euch das Ganze nur in der Wiederholung zeigen von dem Event. Angefangen haben wir hier mit einem 100% Angriff auf eine stillgelegte RA-10-Base. Allerdings hatte ich hier noch einen Sprung und Riesen in der Planburg, was jetzt suboptimal war. Aber nicht so schlimm, wir setzen die Truppen trotzdem ein. Habe ja derzeit nur meinen King gehabt noch, das war, ich glaube, gestern Abend. Und wir kommen ja also richtig gut in die Base rein, Loons Runde. Und ich habe dabei den Klonzauber. Ich muss sagen, ich finde den gerade bei Loons nicht schlecht. Ich meine, ich habe ihn noch auf Level 1, da bringt der 4 Loons mehr rein. Ich hatte 28 Stück hier am Start, das heißt 32 Stück dann insgesamt. Und mit den Lakaien, aber dahinter mit der Masse, ist dann natürlich so eine stillgelegte Base hier, wo keine Klartruppen drin sind, gefundenes Fressen für mich. Konnte die Ressourcen auch hier wirklich gut brauchen. Vor allen Dingen das Dunkle, Gold jetzt nicht so. Wir haben ja ein bisschen was ausgegeben, haben bei uns den Wizard Tower hier weiter abgedatet. Ich habe die Queen so ein bisschen vorgegampt, weil ich sie heute noch im CK brauche. Und habe aber trotzdem hier richtig, richtig nett die Ressourcen rausgeholt. Vor allen Dingen das Dunkle, dass meine Queen endlich auf Level 40 geht. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, dass die sich wieder hinlegt. Und mir fehlen allerdings noch so ein paar Ressourcen. Ich werde wohl so ein bisschen noch CKs mitspielen erstmal mit beiden Helden und werde dann, denke ich mal, die Queen mit einem einzigen Bauarbeiter dann auf die Endstufe für Rathaus 10 legen. Aber das wird sicherlich noch ein paar Tage dauern. Erstmal möchte ich auch ein bisschen CK spielen, weil ich jetzt dadurch, dass die Queen natürlich auch öfter gepennt hat, nicht immer mit dem King mitgehe, eigentlich nicht mit King. Mit Queen kann man sicherlich in den CK gehen, da geht immer so ein bisschen was. Aber nur mit dem King ist schon ein bisschen schwieriger als Rathaus 10er und auch als Rathaus 11er. Und dementsprechend warte ich das Ganze einfach ab. Hier aber nochmal 3.500 von dem Dunklen und 435.000 Elex, was ich im Moment natürlich nicht wirklich brauche. Aber man hat ja immer eine Mauer zu machen und deswegen habe ich die gerne mitgenommen. Den letzten Angriff, den ich euch zeigen wollte, den habe ich eigentlich sogar live gemacht. Aber wie schon besprochen, mir ist die Aufnahme in die Dutten gegangen. Auch hier habe ich wieder zwei Hunde, eine ganze Masse an Loons und die Luckys dahinter. Habe hier jetzt schon beide Helden, was mir in diesem Kampf auch zugute kommt. Und hier auch wieder mit Klonzauber, also der, ja, gefällt mir richtig gut. Da sind die Klone. Hier sieht man sie mal, sie sind so ein bisschen hellblau am Leuchten und die halten richtig lange durch. Jetzt in der Mitte muss ich dann mit King und Queen kommen. Den King lasse ich auch sterben am Single Inferno, was aber auch nicht so tragisch ist. Ich musste erstmal beide Helden schaffen, aber die sind noch nicht so hoch. Und so habe ich hier das Dunkle mitgenommen. Der King stirbt mir jetzt leider, aber die Queen macht hier das Rathaus. Und so habe ich hier abgebrochen, hatte das Event fertig. Vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, wie ihr diese Events findet. Also ich muss sagen, ich finde sie wirklich nice, weil natürlich die Trainingszeit extrem unten ist. Ich werde auch weiter so erstmal farmen, weil für 450 ein Ballon, da kann ich ruhig dann noch zwei Hunde bei reinpacken. So ein bisschen Dunkles muss man investieren, auch wenn man Dunkles farmt. Und ich finde sie wirklich gut, diese Events. Ihr habt es gerade gesehen. Nächste Event, ein Tag, 18 Stunden, vierfach Bonus, ist natürlich richtig krass. Deswegen ist mein Lager jetzt auch schön leer, damit dieser vierfach Bonus da dann auch reinpasst. Vielleicht gehe ich noch eine Liga höher. Das weiß ich noch nicht. Das geht ja dann relativ schnell.
Kristall 2 ist eigentlich zum Farmen in Ordnung. Kristall 3 finde ich persönlich besser, aber so im Kristallbereich wird man dann auch mal angegriffen. Ich hatte hier selber relativ gute Defenses und der letzte, der mich wirklich mal richtig abgeräumt hat, der liegt schon richtig lange zurück, nämlich 6 Tage. Also das, was hier zwischen passiert, das rechne ich nicht wirklich so 1800 verloren. Das ist echt nicht viel. Im CK haben wir im Moment, denke ich mal, so ein bisschen die Oberhand, haben noch mehr Angriffe offen als der Gegner und greifen im Moment wirklich sehr, sehr gut an. Aber ich wollte genau diese Kämpfe hier dann in meinem nächsten Video zeigen. Und das nehme ich, denke ich mal, auf, wenn der CK vorbei ist. Wenn euch also diese Folge hier gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unbedingt meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim Dorfupdate und bei den CK-Kämpfen im nächsten Video wieder. Euer Toto. Best.